Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Endlich geht's weiter, sorry, dass die letzten paar Tage nicht kamen. Sulstras pur. Heute geht's aber weiter. Im letzten Part hatten wir angefangen mit... Ja, machen wir gleich. Erstmal kommt ja Melinda. Es ist, das stimmt ganz genau. Kann ja losgehen. Yeah. Wir haben ja im letzten Part angefangen, hier unseren schönen Campingplatz zu erbauen. Und ich glaube, da fehlen noch einige Spenden. Oh, ein Musikclub wird eröffnet. Ha, seht ihr, das ist ja cool. Also, der Musikclub wird heute eröffnet. Das haben wir noch gleich mal vorbei. Weißt du, ich bin ein großer Fan des Musikers KK. Ah ja, glaubst du, er wurde nach City gekommen, um hier aufzutreten? Ja, bestimmt. Wenn er wirklich kommt, muss es unbedingt sein Konzert gehen. Ich finde einfach fantastisch. Er ist einfach fantastisch. Tschüss. So Leute, aber so eine Hitze. Es ist hier gerade so eine Hitze da. Muss man was trinken. Es ist bei uns wirklich heftig. Wie scheiße warm es bei uns ist. Gut, Peter sagt mir immer mit deiner Post. Sagt er auch seit einem halben Jahr und ich kümmere mich nicht drum. Jetzt haben wir doch mal gleich um deinen Club hin. Ich will mich nicht auf den Stein setzen. Das haben wir doch gleich mal zu einem Club hin, der jetzt inzwischen geöffnet hat. Oder eröffnet hat, besser gesagt. Und schau mal, was da so abgeht. Da bin ich nämlich gespannt. Yay, der hat offen hier. Schauen wir doch mal rein in den Club. Was hier Donnerstagabend abgeht zum Aufnahmezeitpunkt. Und Lust zu tanzen, da macht es locker und gibt es ganz dem Groove hin. Das Bild ist sogar KK oder nicht? Ein paar Leute tanzen hier. Wir sind voll so in der Club. Sollen wir da mal so ein bisschen? Also ihr seht, hier kann getanzt werden, was das Zeug hält. Ich weiß gar nicht, ob man sonst China auch machen kann in diesem Club. Gut, lass es wenden mal. So, was man eigentlich noch machen kann. Ich muss immer wieder so schauen. Weil es ist so lange her, dass ich das ganze Zimmer hatte. Ich will hier nach... Crossing the Leaf, und zwar nach dem Club. So, dieser Club hier. Okay, Samstagabend wieder mit seiner Gitarre. Da kann man das dir halten. Ich muss am Dienstag müssen wir auch mal vorbei. Gut, ist ja auch noch Disco-Muck und alles an. Lol. Okay, das spielt sonst einen Haufen Song. Und da gibt es aber eine ganze Liste an dem Wiki. Oh mein Gott. Okay, so krass, so krass. Also hier geht es auf jeden Fall richtig ab hier. Ist ganz lustig, ist bestimmt noch nicht so gefüllt. Aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Ein paar der geht hier auch ab. Hier kann man es auch hinsetzen, wenn man will. Die anderen zusehen und da bewegt man sogar auch noch ein kleines bisschen. Das ist doch auch sehr cool. Auch mit den anderen Leuten hier pressen. Weißt du, warum es am liebsten Spare Shoppen gehe, wa? Da wegen der Neonlichter an Läden. Alles ist hier genauso. Oh mein Gott. Wirklich, Neonlichter. Das
ist auch so geil. Das mag ich auch voll gern. Hallo David, was für ein Zufall, dass ich das hier treffe, Darling. Nun ja, wolltest du irgendwas, läuft's. KK ist prima, aber seine Musik muss einmal mittanzen, das ist doch schön. Hast du noch irgendwas zu sagen? Heute Abend feiern wir mit dieser KK den coolen Kleffer. Aber das wird garantiert ein Riesenspaß. Ja, also der Club ist cool. Definitiv. Also seht ihr Leute, wenn ihr einen Club wollt. Wartet, es eröffnet. Und überhaupt, es regnet ja nicht mal. Kann ich meinen Schirm eigentlich rausziehen? Also meinen Schirm einfach entfernen. Ich finde das Neon-Sil cool von dem. Sag mal, es wird hier in dem schönen in den Supermarkt rein. Sorry, ob es hier was Krasses gibt inzwischen. Man, ich freue mich auch so auf die Switch-Version hier. Wirklich, das könnt ihr mir nicht glauben. So, ist er jedes Mal. Ah, hier gibt es einen geilen Tisch. Aber ich hab den schon. Fällt mir gerade ein. Puh, ich hab den Tisser so und ich brauche ihn ja kein zweites Mal, ne? Okay, der Rest finde ich nicht so krass, also. Heute gehen wir wieder. Ja, also das ist jetzt hier der Part, wird so ordentlich so ultra lang sein, weil. Heute hat der Laden eröffnet, was schon mal sehr krass ist. Also schauen wir doch mal, was hier unser. Also der Club hat sich eröffnet, aber schauen wir erstmal, was unser Campingplatz das eigentlich macht. Will da noch fehlt. Aber dazu gehen wir erstmal zu Hause. Und heben ein bisschen Geld ab. Was wir dann beim Campingplatz lassen können. Damit der schnell gebaut wird. Das ist jetzt auch eine wichtige Sache. Ich will abheben. Ich hab ja einige Sterne. Machen wir mal 3000. Und da wird jetzt ein Teil davon auch eben für die Bezahlung von den Campingplatz mit drum kümmern. Musste überlegen, wo ich den eigenes hingebaut habe, aber ich glaube, das war doch relativ hier ganz neu. Sag mal, wie viel fehlt denn noch? Oder was sind ein paar 10.000? Dann haben wir mal unsere 3.000. Ja, machen wir mal. Wir haben 26.000 dann einfach gerade bei uns rumlaufen. Machen wir wirklich mal 10.000. Und dann schauen wir im nächsten Part mal weiter. Wer bei der Satz so weiterkommt. Sind dieses Projekt wirklich so gesillt und so cool hier abends einfach rumzulaufen? Klar, wir können nicht jeden Part hier im Abend verbringen, aber ich finde das so eigentlich ganz nett. Und zwar das Projekt wirklich auch, wenn ich irgendwie zum Aufnehmen komme, wie er nahezu täglich kommt. Ich glaube, sind die Parts zum Teil halt nicht so lang, aber es ist halt so. Ich meine, dafür kommen mehrere Videos. Und dann wie das doch auch so, ne? Sollen wir jetzt vielleicht nochmal kurz in den Club rein? Sagen wir, ob der jetzt schon was getan hat. Ob der zu mehr Leute drin ist, ob der zu mehr die Party abgeht. Wir werden sehen. Nämlich jetzt. Und noch nicht mehr. Aber jetzt einfach drin und macht Party. Und hört sich der krassen Musik an. Das krass daran ist ja. Es gibt ein Wiki, da stehen alle Lieder drin. Dieser Typ einfach, quasi spielen kann oder der DJ besser gesagt abspielt. Das sind einige. Sein tagsüber könnt ihr die Geroiden auf der Bühne gegen eure eigenen austauschen lassen. Lol. Ja,
Okay, Dr. Samsung kann irgendwie immer so einen Ball bringen, was auch ganz interessant ist. Und da haben wir eben hier den DJ KK, der Party macht hier im Club. Ihr seht schon. Eine coole, coole Sache. Wie das Ganze hier wird. Und da kann man sich vor allem essen, was der alles im zweiten Teil haben wird. Der ist einfach so schön aussieht. Also definitiv, cooler Club. Gar keine Frage. Da werde ich bestimmt öfters mal reingehen. Was haben wir für Leute da, damit machen. Oh mein Gott, die haben sogar Nebelmaschine. Schuss. Also der Club ist cool, er hat den gut ausgestattet. Da geht's richtig ab. Party in the house. Lol, hinten einfach kurz das Gamercodes-Logo zu sehen. Ja, dieses G. Interessant, diese Line. Warte mal, hier rangehen, können wir sehen. Ja, ist doch nett gemacht. Ist nett gemacht, der Club hier. Coole Sache auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, ne? Mit den Einblicken aus dem Club würde ich sagen, was auch von der heutigen Party, Leute. Im nächsten Part geht weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.